Ja, eigentlich ist das ja, ich darf es so sagen, eine ausgesprochen undankbare Aufgabe, wenn man natürlich das ehrenvolle Aufforderung, lieber Jupp Legrand, dass du mich gebeten hast. Aber heute darf ich sagen, ich finde es eine ungemein dankbare Aufgabe. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar, dass ich Teil dieser Veranstaltung sein durfte. Es war für mich ein unwahrscheinlich sich schließender Bogen, angefangen mit einer grandiosen Rede, ich will das noch einmal betonen, von Armin Wolf, die mir ungemeinen Eindruck, Entschuldigung, hier sitze, Eindruck gemacht hat, die den globalen, die globale Perspektive aufgemacht hat. Und es schließt sich mit dem ersten Preis am Ende, wo die ganze globale Dimension, über die wir heute gesprochen haben und die Anstoß war, heute diese Preise zu verleihen. Ich sage es auch mal zugespitzt, ich glaube, eine Komponente ist noch gar nicht so erwähnt worden, nämlich auch das Zusammenfallen von Sexismus und Rassismus. Wahrscheinlich ist das eine Komponente, die man auch genau noch ansprechen hätte können. Und ich will das Phänomen Trump gar nicht zu sehr überstrapazieren. Aber wie Sexismus gewissermaßen in den obersten Etagen und ganz, ganz unten vorkommen kann, das ist so dramatisch, finde ich, heute zum Ausdruck gekommen. Und auch das, was wir alle letztlich, und das ist dann der Kreis, der sich für mich schließt, heute im Namen von Otto Brenner quasi aufgetragen sind zu verteidigen. Die Zusammengehörigkeit von Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat. All die drei Komponenten sind, finde ich, in all den Paletten ungemein zum Ausdruck gekommen. Und das begreife ich, ich hoffe, es ist richtig, und im Namen auch der Gewerkschaft, der IG Metall, als das eigentliche Erbe von Otto Brenner. Und am schönsten fand ich, hat es der Kollege von der Berliner Zeitung für uns zum Ausdruck gebracht. Denn wenn ich sage, wir können dankbar sein, dann können wir hier alle in diesem Staat, bei aller Kritik und bei allem, was wir als unsozial, Sie haben es so wunderbar gezeichnet, beschrieben haben, wir können ausgesprochen dankbar sein, dass wir das sein können, was Sie so schön in einem einen Wort gesagt haben. Und das fand ich das Schönste für unsere Zunft. Wir können die Krachmacher sein. Denn wir können den Krach ja machen. Und ich sage es auch mal sehr zugespitzt, wir können es noch, verglichen mit dem Elend und der Sprachlosigkeit, die wir ganz am Ende gehört haben, wir können es immer noch ausgesprochen gefahrlos. Und das ist vielleicht das, wofür wir am allermeisten dankbar sein müssen, dass wir hier mit unserem, doch von uns allen mit großer Freude und Leidenschaft ausgeübten, und Job ist gar nicht der richtige Begriff, mit der Arbeit, die wir hier machen können, etwas zu Worte bringen können, was in all den anderen Beispielen offensichtlich kaum mehr möglich ist, unterdrückt wird. Und insofern, das wäre mein Fazit, bin ich ausgesprochen dankbar, hier heute teilnehmen zu dürfen bei einem Abend, den ich famos und ausgesprochen gewinnbringend. Ein letztes vielleicht dann doch noch. Entschuldigung, dann mache ich aber auch wirklich Schluss. Ich bin ja Teil eines Teams, wie ich sagen durfte, das so absolut antiquiert ist, wenn ich das so sagen darf. Wir sind Holzmedien, wobei der geschätzte Kollege Daniel Leisegang schon lange uns internetkompatibel macht. Ich glaube, wir haben eine schöne Website, die wird immer noch schöner, weil sie auch gerade überarbeitungsmodisch. Wir sind sogar jetzt schon podcast-tauglich. Alles Dinge, die für mich völlig böhmische Dörfer sind. Aber das Beeindruckende, und das wäre das, was vielleicht Harald Schumann hat es so schön in einem Wunsch zum Ausdruck gebracht, was mir noch vorschweben würde, nachdem ich heute so wirklich ungeheuer innovative, also auch Projekte erlebt habe, die so wahnsinnig nach vorne weisen und Möglichkeiten bieten der Zusammenarbeit und des Teamworks vielleicht noch in einer multimedialen und auch multikooperativen Weise, wäre mein kleiner Wunsch, dass man vielleicht über diese Veranstaltung hinaus noch mehr von Holzmedium zu digitalen, innovativen, wobei wir uns auch immer noch als recht innovativ begreifen, das sei gesagt, dass man da noch mehr zusammenarbeiten könnte. Das wäre für mich natürlich dann vielleicht noch ein zusätzlicher Gewinn. Und in dem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank an die Otto Brenner Stiftung für diesen tollen Abend. Und Ihnen allen. Ach ja. Jupp. Er hat mir noch etwas gesagt, auch wenn wir uns an dem Namens, Entschuldigung, das muss noch gesagt sein, wenn wir uns beim Namensgeber persönlich quasi nur stellvertretend bei einem Abwesenden bedanken können. Aber eine ganz große Freude und ein besonderer Grund zur Dankbarkeit ist es, dass die Tochter von Otto Brenner heute hier unter uns ist und deswegen stellvertretend einen ganz großen Dank dafür, dass ihr Vater, diese große Arbeit für Rechtsstaat, Sozialstaat und Demokratie geleistet hat. Ganz herzlichen Dank.